Da 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 da. Hello everyone, welcome to our predictions for the first semi-finals of this year's Eurovision Song Contest. If you don't speak German, now is the perfect time to turn on the subtitles on the bottom right corner. We're gonna switch languages now. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre émission spéciale pour la prévision de la demi-finale de l'Eurovision. Allumez vos sous-titres et c'est parti! Verrückt, da haben uns tatsächlich Conchita Wurst und Mont-Selma Löw anmoderiert. Herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge zum Eurovision Song Contest 2017. Ja, und was erwartet euch heute? Ich kann es euch verraten. Und zwar, eine Expertenjury, die aus uns beiden besteht, wird euch am Ende der Sendung sagen, welche 10 Länder garantiert ins Finale am Samstag kommen. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, werden wir aber noch ganz kurz Fragen von Zuschauern beantworten, die uns über lassmalreden.web.de und auf unserer Facebook-Seite geschrieben haben. Andi fängt an. Ja, wir haben im Vorfeld eine Nachricht gekriegt von der lieben Anna. Und die hat uns gefragt, was so unser ESC-Ritual ist, beziehungsweise wie wir den Abend verbringen, wie wir ihn gucken, was wir essen. Also es war eine ellenlange Liste. Also ich glaube, der ESC-Abend ist traditionell mit der Familie. Lecker essen und lecker naschen und ein Telefon mit ein bisschen Twitter und so ist mein perfekter ESC-Abend, ja, muss schon sagen. So läuft es bei dir? Ja. Bei mir war das nie irgendwie so ein großes Familiending. Ich gucke das immer nicht ganz alleine, aber so relativ ruhig, eigentlich ist es eine fette Party, auch wenn es eine fette Party zu zweit ist, aber ja. Es ist eine Party. Es ist einfach ein geiler Abend, finde ich. Und seitdem es die Halbfinals gibt, ja, finde ich es einfach geil, dass ich 3 Tage zum Feiern habe. Sandra hat uns auch geschrieben und zwar fragt Sandra, wie lange guckt ihr schon den ESC? Ich habe erst letztes Jahr mit euren Nachrichten auf Twitter angefangen. Was? Ja. Aber immerhin angefangen wegen ja, uns. Ja, das finde ich cool, das finde ich richtig gut. Weißt du noch genau, wann du angefangen hast? Ich weiß es echt nicht mehr. Also ich weiß, dass ich als Kind das schon immer mitgekriegt habe, wenn der ESC lief. Also bei mir in der Family ist super, super Tradition, fand sie immer cool. Echt, das ja? Gucken. Ja, auf geil, jeden Fall. Mann. War immer richtig am Start, aber ich habe erst dann mit Gildo richtig angefangen, selber aktiv zu gucken. Absolut. Absolut. Ich wusste nicht mehr, welches Jahr es war, aber ich hätte gesagt, Stefan Raab mit Gildo Horn. Ja, ja. Gildo hat euch lieb. Oh. Wie geht's weiter? Piep, so nicht. Regina fragt, welchen Song aus allen Eurovision Song Contests ist dir, also euch, im Kopf geblieben, weil du ihn so gut fandest und dasselbe, weil du ihn so grottenschlecht fandest? Da gibt es nur eine richtige Antwort. Hau raus. Fly on the wings of love. Ja, wunderschön. Ah, das ist dein Flop, ja? Nee. Das sind die Olsen Brothers, glaube ich, hießen die oder so. Ich glaube auch, ja. Als die den angestimmt haben damals, wow, ey, ich war hin und weg. Ich habe gesagt, der Song muss gewinnen und richtig geil. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich, wer am prägnantesten im Kopf ist, ist Wadde Hade Dude da von Stefan Raab. Echt? Ich fand es so geil, weil er das nicht ernst genommen hat und dann einen deutschen Text und er hat ja gesagt, ey, die Leute, ich singe Deutsch, die verstehen sowieso nicht, was ich singe, dann kann ich auch Wadde Hade Dude da singen. Hat er da, warte, man, ja, wat hat er da, hat er da, war glatt oder hat er da, wat hat er da, hat er nur da, dabei war ja gar nicht klar, wat hat er da, war. Bam! Mein Flop, also mein das Grottenschlechteste ist der gute Herr Ralf Siegel, der übrigens wieder dieses Jahr für San Marino antritt. Wieder mit der Sängerin, die zum 4. Mal mit ihm antritt. Ist unfassbar, ich habe den Namen vergessen. Wow. Aber für mich war es Facebook. Das Facebook-Lied, das war der Horror. Es geht gar nicht, Mann. Bei mir, welches war der bei mir? Bei mir war, glaube ich, Griechenland einmal. Die hatten so ein Robot-Dance mit S-A-I-J-P-O. Das ist noch ganz, gar nicht so lange her, ne? Doch, nee, ist schon eine Weile echt, her. Echt, ja? Also das war auf jeden Fall noch, also ich glaube, es war kurz nach den guten Jahren, wo Griechenland auch gewonnen hatte, 2004. Also danach war es dann ging es bergab, aber dann ging es auch wieder hoch. Aber dieses S-A-G-A-P-O war von so einem Robot-Dance S-A-G-A-P-O. Das klingt doch geil, Mann! Okay. Vielleicht hättest du es singen sollen. Ja, ich, wie gesagt, ich bin ja für nächstes Jahr offen für alles. Ja, wurde auch schon vorgeschlagen übrigens. Es wurde wirklich vorgeschlagen. Hey, wenn irgendein Songwriter da draußen ist, schreibt uns ein Lied, wir versuchen damit aufzutreten. Auf jeden Fall sollte es mit S-A-J-A-P-O anfangen losgehen. Und enden. Und in der Mitte das auch nochmal. Jetzt ist es aber tatsächlich soweit. Wir stellen euch die 18 Halbfinalteilnehmer, also vom ersten Halbfinale vor.
Habe aber kurz eine Frage vorher an dich. Ja, schieß los. Was ist wichtig? Stimme wichtig, Song wichtig oder Videoleinwand wichtig? Ich glaube, ich muss sagen, dass alles, das Gesamtpaket muss stimmen. Es reicht nicht nur, einen guten Song zu haben, es reicht nicht nur, eine gute Performance zu haben, wobei die Performance fast noch den Gesang toppt. Ja? Also die letzten 2-3 Jahre war es, also das war, fast, ja. Die Videoleinwand hat gewonnen, Punkt. Die Videoleinwand war krass, aber insgesamt glaube ich, dass schon das Gesamtpaket sein muss. Es muss die Performance sein, die Optik und der Song. Also ich muss da spontan, hier musste ich jetzt an Conchita Wurst denken. Das war einfach der Auftritt. Das hat gepasst an dem Abend, ne? Es war einfach Bombe. Bei mir ist es tatsächlich so das Wichtigste, dass, also das Lied muss mich umhauen. Das ist nicht unbedingt der Gesang, sondern so irgendwie die Arrangierung des Songs. Das ist so, das weißt du, deswegen treten für mich auch keine Sänger, also keine Künstler an, sondern komischerweise tritt der Song beziehungsweise das Land an. Egal wie gut der Song ist, wenn das Arrangement oder der Sänger nicht optisch passt, wird es trotzdem nicht gewinnen. Ja, das stimmt. Egal wie gut das Lied ist. Aber du findest auch, dass, also ich finde, die letzten 2 Jahre hat die Videoleinwand gewonnen. Und das sollte es nicht sein, oder? Ja, wobei der Gewinnersong vom letzten Jahr war ja wenig. Ach stimmt. Ja. Stimmt, habe ich auch kein einziges Mal im Radio gehört, das Lied der Ukraine. Nee, ich auch nicht, aber das von dem Schweden. Ja, eben. Wie ging das nochmal? La 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 la. Ja, genau, so ist es mir auch in Erinnerung. Ja, sehr gut. Ja. War ein Hit. So, dann fangen wir mal an, hier die Länder vorzustellen und wir haben uns was Tolles überlegt und zwar werden wir die Länder in ihrer Landessprache begrüßen. Verzeiht uns, falls wir nicht ganz auf dem Punkt sind. Bist du ready? Born ready. Bra da, liebe Schweden. Mit ihrem Teilnehmer Robin Bengtsson mit I Can't Go On. I Can't Go On. Muss ich sagen, ich fand den 80er-Jahres-Sound, also für mich ist das ein 80er-Jahres-Sound, fand ich super geil. Es hat mich sofort an Can't Stop the Feeling von Justin Timberlake erinnert, der übrigens letztes Jahr eigentlich den ESC gewonnen hätte, bloß sie haben die Telefonnummer vergessen zu sagen. Ach so. Und es hat mir beim ersten Mal tierisch viel Spaß gemacht zu hören. Ich finde, das ist ein Song, den hörst du einmal und er funktioniert beim ersten Mal und darum geht's ja. Ich merke, du hast das Video nicht gesehen. Nee, dazu muss man wirklich sagen, ich habe nur die Songs gehört, du hast offensichtlich die Performance gesehen. Ich habe die Performance gesehen, ja. Okay. Der Hauptsänger läuft mit 4 Tänzern mit, die alle so Mannequin-Challenge-mäßig auf so Laufbändern neben ihm laufen. Also eine ganz crazy Performance. Die Schweden haben sich wieder nach der Videoleinwand direkt wieder was Neues, Krasses überlegt. Ja. Was dann nächstes Jahr alle wieder machen, wenn er gewinnt? Ja, so krass ist jetzt nicht Era-Defining irgendwas Krasses. Okay. Aber wenn du die halt siehst, denkst du direkt an eine Boyband-Gesang und so. Und dann denkst du, ja, das funktioniert. Der Typ hat mega krasse Augen, blaue Augen wie das schwedische Meer. Und also der wird auf jeden Fall auch ein paar Frauen werden anrufen. Wäre er in deiner Top 3? Wäre er nicht. Kargi Dge. Liebe Georgianer, schön, dass ihr dabei seid. Wir kommen zu eurem Song und zwar ist es Keep the Faith. Ich musste direkt an so was wie eine James-Bond-Hymne denken. Musste sagen aber, dass ich keinen Höhepunkt in dem Lied hatte. Also vom Lied her. Ja, komm. Also und deswegen fand ich ihn insgesamt nicht herausragend. Ich fand ihn okay und gut gesungen, wobei ein bisschen schlechtes Englisch, fand ich. Aber es hat mich jetzt nicht komplett weggebombt. Okay, mein erster Eindruck war, wow, krasser Kontrast zum ersten Song. Ja. Ich habe mir auch aufgeschrieben, langweiliger James Bond Song. Also da haben wir schon sehr dieselben Gedanken gehabt. Und habe mir aber auch noch gedacht, es funktioniert einfach trotzdem beim ESC einfach. Es wird funktionieren. Ja, ich glaube halt nicht, dass es funktionieren echt, wird. Echt, ja? Nee, ich glaube, es wird nicht mal fürs Halbfinale reichen. Dafür ist Optik und Song beides lahm. Krass. Und wenn da jetzt nicht eine krasse Mega-Überraschung kommt mit einem rosanen Elefanten, der noch mal kurz ein bisschen trompetet oder so, dann wird das, glaube ich, nichts. Also, Georgien, tut mir leid. Howdy, Australia! Ja, Gratulation! Es ist mein absoluter Top-Song. Sam Smith gepaart mit Mowgli.
Wie geil ist das denn? Wieso gepaart mit... Ich kenne doch optisch nicht. Er sieht halt... Also wenn du Mowgli besetzen würdest fürs Dschungelbuch, würdest du ihn nehmen. Wirklich? Hundertprozentig. Krass. Und ein geiler Sam Smith-Song. Richtig geil. Bei mir steht auch Sam Smith am Start für Australien. Echt? Dachte, der wäre Engländer. Es ist so krass. Du denkst, der singt das. Ja. Aber jetzt kommt's. Pass auf. Ich verstehe dich. Ich habe die ganze Zeit bewusst bei diesem Lied zugehört. Das hat mir gefallen. Ja. Also es war nicht so nebenbei. Ich habe zugehört so. Love don't come easy. Oh, das ist so geil, wie er es singt. Ist ein anderes Lied. Nein. Love come easy to me. Na, 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 na. Mach's mir nicht kaputt. Also, Australia, you are on very good side. Your participant will become very good in the finals at the Samstag. Ja, his English is the yellow from the egg. Miredita, Albanien. Wir kommen jetzt zu dem Song World, wie eben schon gesagt, von Albanien. Hab mir natürlich dazu was aufgeschrieben und kann dir jetzt was sagen. Es ist endlich wieder an der Zeit für diese Kriegertrommeln. Ja, die sind immer... Bam, 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 bam. Die müssen in jedem fucking Eurovision Song Contest drin sein. Das ist unfassbar. Ja. Und eben gerade habe ich über den australischen Song gesagt, dass ich bewusst zugehört habe. Den Song habe ich nicht mal bis zum Ende gehört, der ist einfach nur kacke, finde ich. Ja, kann ich nachvollziehen. Also so hart würde ich es natürlich nicht ausdrücken, aber er ist nicht finalwürdig, sagen wir mal so. Die Dame ist zwar ein hübsches Mädchen, wirst es auch sehen, dass sie sehr viel Sport macht. Okay. Ich will dir die Überraschung lassen. Tritt sie nackt auf? Nee, die Beine. Die Beine hat sie sehr viel trainiert. Hätte sie mal die Stimme trainiert, dann wäre es wahrscheinlich insgesamt besser geworden. Guten Tag, Belgien. Guten Tag. Was habt ihr für einen geilen Song, den ihr zum ESC schickt? Einen mega geilen, modernen Song mit einer hammermäßigen Stimme, wo ich am Anfang gedacht habe, dass das ein Mann singt, der ein bisschen höher singt. Und dann ist es dann doch eine Frau. Wow. Hammermäßiger Song. Ich glaube, ihr werdet dieses Jahr ganz weit vorn landen. Ich würde es mir wünschen, ja. Aber ich glaube, er ist ein Tick zu modern für das Krönchen. Aber weit vorn landen werdet ihr auf jeden Fall. Ich finde wieder, das ist wieder 80er-Style. So diese, das ist alles. Also ganz viele Songs aus dem ersten Halbfinale sind so Synthie-Pop. Mhm. Ich habe das Gefühl, alle haben Stranger Things geguckt. Ja. So, weil in diese Richtung geht es alles. Aber ich habe mir das auch aufgeschrieben. Ich war mir am Anfang unsicher, ist es ein Mann oder ist es eine Frau? Genau krass, wie du. Krass. Aber es ist ein richtig, richtig gutes Lied. Und ich finde, das ist das perfekte Beispiel, dass das Lied gewinnt und nicht die Stimme so an sich. Ich finde, das ist ein geiles Lied. Dobre dan, Montenegro. Habe ich gut gesagt, ne? Ja, sehr. Ah, wow, also, ja, ja. Kommst du zufällig? Ich bin Montenegranier. Oh. Space. Ich kann nur wieder dabei bleiben. Es ist für mich wieder ein 80er-Jahres-Song. Ich finde ihn aber an dieser Stelle einfach nur alt. Ich finde ihn langweilig und ich finde ihn typisch ESC-mäßig. So, da hat man sich gedacht, das ist ein Lied, das hat man ja immer gehört, das muss zum ESC, woanders funktioniert es nicht, haus rein. Ich finde es nicht gut. Ich finde es auch richtig schlecht gesungen. Ja, also richtig schlecht gesungen. Und die Performance ist witzig, aber clownhaft. Es ist ein Mann, der die ganze Zeit so einen Eurodance macht, ja, und dann ein 2 Meter langen Zopf, Man-Bun hat, der 2 Meter lang ist und den dann immer so rumwirbelt dabei und es dann singt. Okay, ich möchte es zurücknehmen, Montenegro. Kommen wir zum 7. Halbfinalteilnehmer, Finnland. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, vielen Dank. Hyve Päivä. Sehr schöner Gruß, oder? Ein Land zu begrüßen. Hyve Päivä. Ja. Ja, aber das Lied ist leider nicht so gut. Ne? Nicht so gut wie der Gruß. Ich habe mir aufgeschrieben, der Blackbird, der bitte flieg mal bitte weg, Blackbird, und du fliegst direkt raus aus dem Halbfinale und kommst nicht ins Finale. Liebe Finn, naja, kann nicht jedes Jahr gut laufen, dieses Jahr auf keinen Fall. Wenn einer Metaphern kann, dann ist es der allseits beliebte Andi. Hast du zufällig wieder das gleiche aufgeschrieben? Nee, diesmal nicht. Ich dachte, Adele singt da. Was? Ja, ich finde, es ist so ein typischer Adele-Song, so auch so ein bisschen in die Richtung gemacht. Aber ich kann dir was dazu sagen. Ja? Das Lied ist da, es tritt auf, aber es ist mir scheißegal, ob es da ist oder auftritt, weil es ist einfach, es ist für mich so ein Hobbit und Pocahontas-Lied. So, es ist... Ja, wer kennt sie nicht, die Hobbit und Pocahontas? Die guten alten Hobbit und Pocahontas-Lieder. Kennt doch jeder. Also ich bin da voll bei dir, es ist leider nichts Finnland, sorry. Ja, Chris, dann begrüß doch mal unsere netten Freunde aus Aserbaidschan. Ja, kleine Sünden bestraft Gott sofort. Also, liebe Aserbaidschaner, Yaksigün.
Ich bin mir sicher, dass es 1:1 perfekt war. Euer Song heißt Skeletons. Mm. Ist ein bisschen gruselig vom Namen her. Ja, fand ich auch. Ja, Skeletons heißt nämlich auf Deutsch Skeletor. Bam. Ich hab's gehört, hat mich weggehauen. Ich finde es total. Pass auf. Yeah. Ich finde es total geil. Dieser Synthi funktioniert bei mir. Ich stehe so auf dieser diese Synthi-Pop-Nummer. Stehst du eigentlich auf Synthi-Pop-Nummer? Synthi-Pop-Nummer stehe ich total drauf. Und weißt du was? Bis zum Refrain, ja. Fand ich's richtig geil. Und dann wird's richtig scheiße. Echt? Ich finde so scheiße. Mann. Ich finde die Strophen so perfekt. Ich finde es so gut. Ich hatte so viel Spaß gehabt. Oh Mann. Und dann kommt der Refrain. Und ich dachte mir, nein, Mann, es ist auf einmal alles so voll und das ist wieder so typisch Dance und 14... Drop. Ja, Mann, 14 Instrumente gleichzeitig am Start, ist mir zu viel. Dieses Jahr, nee, hat mich nicht umgehauen. Nee, ist nix. Nee, leider. Schade. Bom dia, Portugues. Hoffe ich mal, dass man das so sagt. Ich glaube, du hast jetzt gerade guten Tag Portugiesisch gesagt oder so. Ich weiß es nicht. Ja, der gute Salvador Sobral mit Amar Pelos Dois. Amor Pelos Dois heißt übrigens frei übersetzt Hühnchenliebe für zwei. Ah. Ja, kann weg. Kann weg, ja. Kann total so weg. Richtig, richtig Grütze? Ja, ist richtig Grütze für mich. So, weil ich stelle mir die ganze Zeit so einen Schwarz-Weiß-Film in Paris vor mit portugiesischen Schauspielern. Funktioniert nicht, ey. Ja, hat mich nicht berührt, aber vielleicht verstehe ich auch nicht die Sprache. Vielleicht sagt die ganze Zeit, ich habe ein Hähnchen für die. Ja, für zwei. Für zwei. Ja, ja. Ich arbeite bei Wienerwald. Weil ich ein Hähnchen bin, weil ich ein Hähnchen bin. Es ist übrigens Wienerwald und McDonald's sind übrigens in der Infobox verlinkt. Wenn ihr dort einkauft, kriegen wir ein paar Cent davon. Kommen wir zu Platz 10, beziehungsweise zu Startnummer 10. Das sind die Griechen mit This Is Love. Ich habe das Gefühl, dass der junge Mann neben mir das viel besser sagen kann als ich. Deswegen nur zu. Kalimera Elava. Ich finde, bei Griechenland machen wir jetzt mal was. Wir stellen jetzt pantomimisch dar, wie wir den Song finden, okay? Okay, komm mal. Bereit? 3, 2, 1. Was? Wow, echt? Ja, nee, ich bin absolut nicht überzeugt von dem Song. Leider. Aus einem Grund, dass mir ein bisschen das Traditionelle fehlt. Ich finde, Griechenland ist so alte Antike und so, da muss immer ein bisschen was Traditionelles, ein Instrument rein oder vielleicht mal eine griechische Passage oder sowas. Aber da ist gar nichts. Das ist für mich ein Song, der kann überall gespielt werden. Also der kann aus jedem Land kommen. Hat leider nichts für mich mit Griechenland zu tun. Und was findest du an dem gut? Also ich kann verstehen, dass er dich nicht umhaut. Mich haut er auch nicht um. Mhm. Ich würde aber sagen, das ist einer der Songs, der weiterkommt. Ich habe geschrieben mit Glück ins Finale. Okay, also das ist für mich ist das One Republic, das ist Timbaland. Es fehlt nur die ganze Zeit sein Hey, hey, dicke, dicke, dicke. Apologize von Timbaland. Und dann kommt im Refrain, oder kurz danach, nee, nach der ersten Strophe kommt auf einmal so ein fetter Dancebeat. Also dann ist das Lied auf einmal wieder ein ganz anderes. Ja. Und ich glaube einfach, dass es an dem Abend richtig gut ankommt, weil ich mir bildlich vorgestellt habe, wie alle dann ihre Fahnen wedeln und alle tanzen und ich glaube, an dem Abend wird es einfach gut ankommen. Dzień dobry, Polska. Wie geht's euch? Was ist los mit eurem Song? Der ist nicht gut. Der ist nicht gut. Der ist nicht gut. Warum redet ihr mit spanischem Akzent? Ich weiß es nicht. Ja, man weiß, du hörst den, 10 Sekunden, du weißt, wie er sich entwickeln wird, ja. Du weißt, wo es hingeht und das hast du schon 400.000 Mal gehört. Das ganze Lied hat keine Überraschung drin. Es ist da und es ist auch wieder nicht da und Plätschert vor sich hin, habe ich noch aufgeschrieben. Ja. Irgendwie ist es... Pitsche, platsche, tröpfel, tröpfel. Ja, war das jetzt polnischer Akzent? Jetzt kommen wir zu Moldawien mit Hey Mama und ich sage doch einfach mal in diesem Zusammenhang Buna Ziua. Ich mache mich hier so lächerlich. Aber Leute, ganz ehrlich, da ist der Epic Sex Guy wieder drin. Ey Leute, sucht das auf YouTube oder vielleicht verlinken wir das oder so. Es gibt ein 10-Stunden-Video vom Epic Sex Guy. Immer dieselbe Stelle. Ja. Und du merkst erst nach 2 Stunden, dass es immer dasselbe ist. Ja, aber was ich sehr gut empfehlen kann, ist auch den Gabba Gandalf Remix mit dem Epic Sex Guy. guckt euch das an, ist wirklich gut. Ja, aber was hat es mit dem Song zu tun? Ja, nichts, aber da ist der Epic Sex Guy von 2010 drin und deswegen sage ich Winning. Gudu dar, gudu Island. Der Song... ging so. Es hat für mich einen coolen Anfang. So. Ich finde, die ersten 10 Sekunden ist richtig geil. Und dann kommt aber ein Riesenproblem für mich. Sie fängt an zu singen. Das funktioniert für mich einfach nicht das so. Ist natürlich, das ist eine gute Voraussetzung. ja, ne? Also sie hat angefangen zu singen und ich dachte mir, tschüss.
Dobrý den, Tschechische Republik. Ihr seid dran mit My Turn, mit der Startnummer. Ihr seid dran mit My Turn, finde ich richtig gut. Also mich als Metaphermensch zu titulieren und dann selber so ein Ding bringen, ja. Also Respekt. Ich finde, das ist eine ganz nette Ballade. So, man kann den Song so nebenbei hören. Aber das ist eben wieder kein Song, den du einmal hörst und der bleibt dir irgendwie im Ohr. Hm. Ja, fand ich auch. Ich fand ihn auch boring und ich hatte nicht einmal das Bedürfnis, den nochmal anzuhören. Es gab ja ein paar Songs, die ich mir dann nochmal angehört habe, weil ich sie einfach gut fand. Aber der war auf keinen Fall dabei. War langweilig. Tschechien, sorry. Jasas Kypriotis. Das macht er gut. Ja, ich finde euren Song hammermäßig. Wer hätte das gedacht? Wirklich? Ja, den finde ich sehr gut. Ja, soll ich dir sagen, warum? Ja? Weil du ihn kennst. Oh, I know. Nee, das ist... I'm only human. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, ja. Findest du? Ja, natürlich ist es das Lied. Ja, Mann, pass auf, das ist sogar noch ein Remix. Das ist ein Mashup von I'm only human after all. Ja. Und dann im Refrain wird's Party like a Russian von Robbie Williams. Ja, kommt weiter, keine Frage. Kommt auf jeden Fall weiter. Aber, keine Sorgen. Ja, aber genau deswegen finde ich es blöd, weil es einfach... Das kenne ich einfach, das Lied. Das ist einfach seit Monaten in den Charts. Oh, nur unter einem anderen Namen. I'm only human, gravity. Body or Armenia. Fly with me heißt euer Song, Fly with me. Und ich gebe direkt mal ab. Fly with me to the Blackbird raus aus Halbfinale, würde ich mal sagen. Obwohl er scheiße ist, einen kleinen Pluspunkt hat er, die guten alten Trommeln sind dabei und zwar sehr präsent. Ach, ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich auch wieder an den Song. Ja, der ist so ein bisschen traditionell, habe ich aufgeschrieben. Ja. Traditionell, also sehr traditionell mit bisschen düster und Buka Buka Mann kommt gleich um die Ecke und sowas. Ne? Dobre dan, Slovenia. Ja, ich kann gar nichts dazu sagen. Ich finde es unfassbar langweilig. Ist das schlecht. Also im besten Fall ist es eine stabile ESC-Hymne, aber die Optik von eurem Interpreten ist auf jeden Fall noch verbesserungsbedürftig, sagen wir mal so, ja. Labdien, Latvia. Oh, das ist bestimmt dann, ganz falsch. Da spricht er direkt ein bisschen männlich. Ja, ein bisschen männlich. Hallo, euer Song, Line, finde ich übrigens... Finde ich übrigens gar nicht so schlecht. Irgendwie hat's Spaß gemacht zu hören, den Song. Und ist ein ganz geiler Song für die Disco, glaube ich. Mhm. Glaube ich, die Meinung hast du aber exklusiv. Weil ich fand den Song mega boring. Wirklich? Ja, ich glaube nicht, dass der weiterkommt. Und sorry, Latvia labdien, no. Ja, wir haben uns jetzt tatsächlich auf 10 Finalisten geeinigt. Ein paar Wackelkandidaten hatten wir aber, ne? Tierische Wackelkandidaten. Also ich glaube, man kann aber sagen, bei 8 waren wir uns sehr sicher. Ich würde fast sogar sagen 7. 7? Ja. Okay, stimmt. Den einen fand ich nicht gut. Ja. Also sagen wir mal, bei 7 waren wir uns sehr sicher, bei 3... Schwierig, aber ihr solltet auf jeden Fall Notizen führen und damit zum Wettbüro rennen. auf eigene Gefahr übrigens. Ja. Platz 1, also Startnummer 1, ja. Schweden, haben wir gesagt, ist auf jeden Fall weiter. Ja, wer auch ins Finale kommt, ist Australien. Belgien lassen wir auch weiter. Aserbaidschan wird es trotzdem schaffen. Jetzt haben wir Portugal, obwohl wir nicht so Fan davon waren, sagen wir, funktioniert wahrscheinlich für eine bestimmte Gruppe der Menschen. Ja, kann sein, ja. Wahrscheinlich kommt Portugal weiter. Mhm. Dann haben wir uns darauf geeinigt, dass Griechenland es doch schaffen wird. Ja, schaffen sie, würde ich sagen. Ja. Moldawien, Epic Sex Guy, sorry, da kommt der Epic Sex Guy weiter und nicht das Land. Ich glaube, der Epic Sex Guy Effekt wird auf jeden Fall dieses Land bis ins Finale tragen. Auf jeden Fall. Ja. Denke ich auch. Und dann sind wir auch schon bei Zypern. Gravity? Ja, Gravity. I'm only human. Gravity. Also, die, glaube ich, kommen auf jeden Fall weiter, ja. Als Vorletzten haben wir Slowenien weitergenommen. Und der Letzte, der das Feld komplettiert, sagen wir mal so, ist Lettland. Das sind unsere weisen Voraussagungen für das erste Halbfinale. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch drauf. Ja, ich bin auch gespannt. Wir werden auch während der Ausstrahlung natürlich auf Twitter erreichbar sein und könnt ihr eure Meinung mal zu abgeben. Hey, hat euch das Video gefallen? Dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal. Euch passiert nichts, wenn ihr ihn abonniert. Das ist umsonst. Macht es einfach. Tut gar nicht weh. Ich hab's gemacht.
Worauf wir natürlich auch richtig heiß sind eure Liste. Ne? Schreibt sie in die Kommis. Wir werden uns das anschauen und dann beim nächsten Mal bewerten, wie eure Liste denn so ist. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ja. Obwohl unsere Meinung richtig ist. Was wäre das erste Halbfinale ohne das zweite Halbfinale? Ein Halbfinale ohne ein zweites Halbfinale. In 2 Tagen kommt also schon das nächste Video von uns online. Da werden wir die 18 weiteren Kandidaten besprechen. Und dann haben wir innerhalb dieser einen Woche sogar noch ein drittes Video, ja, wo wir über das Finale reden werden. Vor allem auch über die Big Five und Ukraine. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf das zweite Halbfinale und aufs Finale. Cool, dass ihr dabei wart. Wir wissen das sehr zu schätzen. Ich hoffe oder wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und deswegen sagen wir jetzt an dieser Stelle tschüss. Shine on. Ja. Ja, technisch heute Herausforderung, oder? Wieso, wegen den Grüßen? Nicht nur wegen den Grüßen, sondern weil wir ja können ja mal ganz offen sagen, dass die Kamera zwischendurch 5-mal ausgegangen ist. Kann man nichts machen. Alter. Kann man nichts machen. Aber bockt, wa? Bockt. Also was, wie findest du? Ich habe so das Gefühl, so ist kein Knaller erstes Halbfinale. Ey doch, also Australien, ich glaube Australien echt? Gewinnt, Alter. Nee. Also ich habe mir die anderen noch nicht angehört, aber Australien ist ganz weit vorne. Ist ja, richtig krass, ja, Alter, ja. Wenn du den Typen siehst, wie der aussieht. So ein richtig hübscher Typ, ein Junge, verletzlich. Ein bisschen wie ich. Wie ich. Ich habe immer Angst. Du hast Angst, dass du kommst, du weißt gar nicht, wie gut mir das tut, wenn mich mal einer berührt. Aber ich bin es halt auch nicht gewohnt, so, weißt du? Ah, es war schön, wa? Ist der Sieger bei? Weiß ich ja nicht. Ich sage nein. Ja, aber es bombt an dem Abend dann auch noch mal ein bisschen anders rein. Ja, also total. Wenn dann die Performance noch geil ist oder so, dann ist es krass. Ich fand den Belgien-Song auch mega, oder? Ja, da waren einige gute bei, aber nichts, wo ich sage, der war's. So wie letztes Jahr Ukraine. Wow, krass, Mann. Ey, ist immer noch komisch, dass das Ding gewonnen hat. Ja. Es ist einfach, es ist die ESC-Woche, Andi. Es ist die ESC-Woche und es ist krass, dass ich diese Mucke auch nur in dieser Woche geil finde. Ja, ja, es ist wirklich so. Aber es sind schon wieder gute dabei. Alter. Ich freue mich drauf, Mann. Ich mich auch. Ciao. Wird nicht besser.